Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Es geht in eine neue Woche Bildet im LS22. Es ist mittlerweile schon die 20. Woche. Ganz verrückt, wie schnell die Zeit vergeht, aber ich habe auch das Gefühl, das sage ich irgendwie jede Woche. Ich hatte, oder beziehungsweise Sally hatte ein bisschen Angst vor der Woche, denn letzte Woche haben wir uns ja ziemlich doll mit Willi angelegt, beziehungsweise nicht nur mit Willi, sondern auch mit dem Bürgermeister und gefühlt irgendwie mit allen so ein bisschen. Und da war natürlich das Risiko groß, dass da nochmal was hinterherkommt. Die Woche startet damit, dass Sally das allererste Mal eine Rechnung nicht bezahlen kann. Aber auf der anderen Seite freut sie sich auch riesig darüber, denn es kommt ein bekanntes Gesicht als EU-Mitarbeiter zurück und den haben wir wirklich lange vermisst. Falls du nochmal ein paar Videos nachgucken möchtest, dann verlinke ich dir wie immer hier oben und unten in der Videobeschreibung auch die Playlist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der allerersten Folge aus Woche 20. Da sind wir in einer neuen Woche, BD2. Herzlich willkommen in Woche 20. Wir stehen hier inmitten der dunklen Nacht. Es ist einfach 1.14 Uhr und wir stehen hier unter unseren schwebenden Zäunen. Es ist halt einfach alles beim Gleichen. Nichts hat sich verändert. Aber supi. Ja, wir haben uns so einen kleinen Plan gemacht, was heute alles ansteht. Und es ist tatsächlich gar nicht so viel. Also ich bin mal gespannt, wie viel wir heute zu tun haben. Ich bin vor allem sehr gespannt, was heute noch kommt bezüglich eventuell geklauter Ballen. Man weiß es nicht. Freue mich auf jeden Fall sehr. Das wird subi. Ach, der Chat immer so süß, ne? Mit Hallo YouTube. Einfach cute. Gut, ich werde mir, glaube ich, mal als allererstes den Ballen, also meinen Autoloader schnappen und werde zumindest schon mal die Eier aufladen. Haben wir eigentlich Eier im Palettenlager? Ich weiß es gar nicht genau. Oh. Oh, es ist wieder so dunkel, ne? Es macht mir ja schon wieder direkt schlechte Laune, wenn es so dunkel ist. Wir laden mal direkt die Eier auf, weil die wollen wir ja verkaufen jetzt im Oktober. Ich check das nochmal kurz, weil irgendwie eigentlich ist doch nur der November der beste Monat für Eier. Bin irgendwie ein bisschen verwundert, dass wir beschlossen haben, das im November machen zu müssen, aber wir haben das ja wohl nicht ohne Grund gesagt. Ihr seht es ganz knapp hinter meiner Facecam. Es ist November. Warum haben wir denn gedacht, wir müssen im Oktober verkaufen? Ist jetzt die Frage, ob wir uns vielleicht den Eimer... Ah, ist ja schwierig, ne? Ich glaube, ich lade sie trotzdem mal auf. Wir können halt mal gucken, falls wir eine dicke EU-Rechnung kriegen, was halt wirklich gut sein könnte. Komme ich dahinter eigentlich lang? Ich weiß es nicht genau. Dann glaube ich, werden wir die Eier einfach verkaufen und gucken, ob wir dann halt diesen einen Monat... Also diese 3% für den einen Monat, den wir halt einlagern müssen, zahlen. Gucken wir einfach mal, wie wir das machen. Ich war mir nicht sicher. Komisch, dass ich das gesagt habe. Komisch. Haben wir eigentlich... Ich glaube, wir haben noch nicht einmal Eier eingelagert in unser Palettenlager, ne? Das heißt einfach, wir haben nur unsere 6 Eierpaletten. Mehr haben wir nicht. Das ist ja richtig traurig. Das ist ja nischt. Ja, wirklich gar nichts. Oh shit, jetzt habe ich verkackt. Ja, Honig sah auch recht voll aus, aber Honig ist halt leider im März am besten. Könnten wir auch zur Not verkaufen, klar. Würde zur Not natürlich auch gehen, aber... Ist halt jetzt... nee. Eigentlich jetzt nicht unbedingt das Beste, was wir machen könnten. Gut. Ich lasse den Autoloader, glaube ich, erstmal mit denen stehen. Vielleicht brauche ich ihn ja den Monat nicht. Wir gucken mal. Den lassen wir jetzt mal stehen. Ich mach das mal kurz aus, damit wir jetzt hier nicht die Wolle noch mit aufladen. Und ich die eigentlich vorher verkaufen will. Okay, komisch. Egal, wir lassen die jetzt erstmal hier stehen. So, dann. Also wir lassen das Feld 18. Was steht denn hier eigentlich? Ach, der Unimog mit Striegeln, ne? Warum kann ich in den nicht einsteigen? Ach so, weil da jemand drin sitzt. Perfekt. Warum sitzt da eigentlich jemand drin? Gut. Der kann eigentlich weg, weil das... Ach so, der schläft da. Ist ja natürlich ungünstig. Weil wir müssen den Rest dann hier eben mit der Hacke bearbeiten, weil das zu groß ist. Ja, genau. Unser Sorghumhirsefeld ist reif. Das werden wir jetzt auf jeden Fall auch ernten. Unser Baumwollfeld wird nächsten Monat reif. Das ist sehr geil. Und jetzt müssen wir mal gucken wegen Unkraut. Wir haben tatsächlich nur auf der 18 Unkraut. 23 hat kein Unkraut. Die 23 hatten wir, glaube ich, gestriegelt, ne? Ich glaube, die hatten wir gestriegelt. Dann ist es super. Dann müssen wir die 23 eigentlich nur düngen. Das können wir mal machen jetzt.
würde ich sorgen. Dann düngen wir die jetzt mal als allererstes, bevor wir wenn es dann um 6 ist und die EUler wieder arbeiten, dass wir dann das Feld ernten. Und was machen wir dann noch? Gott, da muss ich ja echt mal in mich gehen, was ich da noch so zu tun habe. Feldarzt nicht jedes EU. Ja, jetzt muss es das EU machen, auch mit EU reden, weil ich habe ja keine Hacke. So, was wollte ich nehmen? Den Düngestreuer. Das heißt, jetzt muss die 18E mit LU-Geräten gemacht werden, leider. Oh, ich habe ein bisschen Angst vor der LU-Rechnung. Die wird eklig. Die wird sehr, sehr eklig. So, mal abwarten. Oh, es ist leider echt belastend. Ja, Grasfelder wäre jetzt auch nochmal meine Idee gewesen. Wir rennen mal ganz kurz rüber. Ja, okay, Grasfelder sind auf jeden Fall erntereif und auch in der zweiten Stufe. Das ist sehr gut. Dann holen wir heute auf jeden Fall wieder das Gras von den Feldern und können auf jeden Fall Silage verkaufen. Und wir müssen jetzt vor allem für die Silage nicht mehr so weit laufen. Das ist halt richtig geil. Laufen vor allem, fahren. Hof aufräumen. Naja, ganz ehrlich, Hof aufräumen reicht. Ach, ich habe keine Pflegereifen. Na toll, ich brauche den Unimog. Shit, ihr habt absolut recht. Der hat keine Pflegereifen. Jetzt sitzt da jemand in meinem Unimog drin und ich kann ihn nicht nehmen. Wie ungünstig ist das denn? Schade. Sehr, sehr schade. Dann lassen wir den. Ich kann da nicht rein, ne? Ne, da sitzt halt wirklich jemand drin. Problem ist halt, wenn ich jetzt in die Dispo gehe, wird, denke ich mal, keiner dran gehen. Weil es halt Nacht ist. Kannst mal probieren, ob jemand dran geht. Mal gucken. Aber stimmt, wir können erstmal mähen. True, das können wir ja trotzdem machen in der Zwischenzeit. Ich will ihn jetzt nicht extra zurücksetzen. Vor allem, ich weiß gar nicht mehr. Ah, ne, der hat einen Striegel dran. Das ist nicht so schlimm. Ja, ist jetzt auch kein Weltuntergang. Es ist ja schon nach 4. Also die Zeit wird jetzt nicht so schnell vergehen. Wir können ja tatsächlich anfangen mit Mähen. Das ist ja kein Problem. Soll nur hell werden, ey. Ich hasse die Dunkelheit. Ach, es geht echt keiner an der Dispo ans Telefon, wenn es Nacht ist. Das ist natürlich in so einer Situation natürlich ein bisschen doof, ne? Ich meine, ich will ja gar keinen Auftrag aufgeben. Ich will ja da nur jemanden Schlafenden rausholen. Ja, bis gepresst und abgeholt wird sehr viel Zeit vergehen. Nächtlich Versöhnung? Warum nächtlich? Weiß ich jetzt nicht, ob das in der Nacht stattfinden muss. Oh, ich hänge hier fest. Ich bleib jedes Mal da an diesem Baumstumpf hängen. So, auf geht's. Nee, es ist einfach niemand im Dispo-Channel. Also ich bin ja selber gerade im Dispo-Channel, aber es geht keiner ans Telefon. Ich wurde ja mal ermahnt, in den anderen Channel darf ich nicht gehen. Das ist der Pausenraum. Da darf ich nicht rein. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich habe ja was zu tun. Deswegen ist es nicht so dramatisch. Mir fällt das nur im Dunkeln immer richtig schwer, weil ich immer nichts sehe. Es ist echt hart. Chef, dass das so früh am Morgen gemäht wurde. Oh, das ist ja nicht schlimm. Was ich in der Nacht auf meinen Feldern mache, das ist ja komplett mir überlassen. Ist das nicht mehr viel im Silo? Echt? Also. Ist das so? Wie viel haben wir denn noch im Silo? Nee, da will ich nicht hin. Hier wollte ich hin. Wo ist die Garage? Gras. 58.000 haben wir noch im Silo. Und also das ist noch eine komplette Füllung für den Schafstall. Also ich glaube, jetzt die Fuhre können wir auf jeden Fall noch komplett zur Silage machen. Beim nächsten Mal können wir dann wieder eins einlagern, denke ich mal. Aber ansonsten ist das, glaube ich, fein.
Biggi hat schon verziehen. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ich denke, das werden wir heute erfahren. Ob Willi uns verziehen hat oder nicht. Ich fahre auf jeden Fall sehr komische Bahnen hier, aber ich weiß auch nicht, warum ich das gerade so mache. Gebrauchtmaschinen mal können wir eigentlich mal gucken. Mal guten Wender. Schön. Oha. Ein John Deere. Ui. Black Edition. Schön. Ah, ein JCB, ein großer. Ah, aber ja, wir brauchen nicht drüber nachdenken, weil der kann eh keine Pflegebereifung haben. Wir sind sehr zufrieden gerade mit unseren Sachen. Wenn es was wirklich für uns absolut Jackpot wäre, wenn so ein kleiner E-Traktor wäre. Wenn ein kleiner E-Traktor im Gebrauchtwarenmarkt wäre, das wäre für uns sowas von Jackpot. Wir müssen es halt leisten können, das ist das Problem, aber naja. Ring, ring. Guten Morgen, der Herr Tempo vom LU hier. Guten Morgen, Herr Tempo. Ich habe erstmal eine kleine Anmerkung, was mich ehrlich gesagt heute Nacht so ein bisschen erbost hat. Ihr EU-Mitarbeiter, der beim letzten Mal bei mir beschäftigt war, hat ja zuletzt in dem Unimog gearbeitet. Und leider hat er den von innen verschlossen, sodass ich da die ganze Nacht jetzt den auch nicht nutzen konnte. Das ist ein bisschen ärgerlich für mich jetzt gewesen, dass ich so ein bisschen Ausweicharbeit mir suchen. Es wäre ganz nett, wenn Sie da vielleicht in Zukunft darauf achten könnten, dass sowas dann nicht passiert. Warten Sie mal, der LU-Mitarbeiter, der wohl gestern bei Ihnen war, also das letzte Mal bei Ihnen war, der hat den verschlossen. Richtig. Verstehe ich das gerade richtig? Also der war halt, ja, der war halt besetzt. Der war besetzt? Ja, ich konnte nicht einsteigen, weil da jemand drin war. Ah, okay. Jetzt verstehe ich. Mensch, ich habe versucht zu umschreiben. Jetzt weiß ich was. Ja. Ich bin da nicht fort, ich habe es nicht mitbekommen. Keine Ahnung. Nee, alles gut. Ja, also das wäre nur schön, wenn Sie das vielleicht einmal an die Kollegen weitergehen, dass das vielleicht nicht gemacht wird, weil jetzt konnte ich halt in der Nacht meinen Unimog nicht nutzen, ne? Das ist ein bisschen blöd. Ja, gebe ich weiter. Super, danke schön. Ja, und dann wollte ich einmal nachfragen, ist bei Ihnen noch irgendwas an Aufträgen, also haben Sie noch was von mir offen? Bei Ihnen ist momentan noch in Auftrag Feld 18 mit den eigenen Maschinen zu striegeln. Ja, das hat sich jetzt erledigt über Nacht, also da können wir jetzt nicht mehr striegeln. Feld 23 mit den eigenen Maschinen zu düngen. Ja, ich würde das gerne abändern, die Aufträge. Okay. Also wie gesagt, striegeln ist gar nicht mehr möglich. Und das Düngen würde ich gerne erstmal runternehmen lassen von der Liste. Ich hätte ganz gerne, dass der LU-Mitarbeiter mit den LU-Maschinen auf dem Feld 18 mit der Hacke dann einmal das Unkraut bitte entfernt. Der Hacke? Genau. Hacke, Feld 18. Genau, da muss er halt mal gucken. Es ist halt, wie gesagt, schon ein bisschen Unkraut ist schon weg durchs Striegeln. Ja. Dass er da einfach noch das macht, was noch notwendig ist. Und wenn er damit fertig ist, soll er sich bitte einen Drescher schnappen, auch vom LU. Und soll bitte das Feld 29 ernten. 29. Da steht Sorghumhirse drauf. Wischen. Genau, und mir da bitte einmal Bescheid sein, damit ich dann mit dem Abfahrer da hinkommen kann. Jawohl, gebe ich Bescheid. Super, ich danke Ihnen. Und er wird sich dann bei Ihnen melden. Alle, wer ist denn heute mein EU-Mitarbeiter? Der Herr Taxer. Der müsste aber eigentlich bei Ihnen auch sein. Der wollte sich bei Ihnen auch melden, dass er bei Ihnen jetzt ist. Ah, ja, das ist ja schön. Super. Genau. Dann vielen Dank und einen erfolgreichen Arbeitstag, ne? Jawohl, danke, das Gleiche. Dankeschön, Ade. Tschüss. Herr Taxer? Hallo? Hallo, Herr Taxer? Hi, grüß Sie. Ja, hallo, ich habe gerade gehört, Sie sind heute wieder bei mir mal. Ja, ich darf wieder bei Ihnen sein. Das freut mich, also mich freut es auch, Herr Taxer, toll. Ja, schön. Ich wollte mich dann vorher schon bei Ihnen melden, dass ich mit dem Feld 18 weitermache. Ja, ich habe gerade schon mit Ihrem Vorgesetzten telefoniert bezüglich der Aufgaben. Also auf dem Feld 18 war ja noch das Striegeln als Aufgabe sozusagen. Das ist jetzt halt nicht mehr möglich. Aufgrund des fortgeschrittenen Wachstums. Ist schon möglich, aber es entfernt halt nicht mehr das gesamte Umfeld. Ja, das bringt mir halt nichts. Ich habe den Auftrag quasi löschen lassen und habe jetzt als neuen Auftrag aufgegeben, dass Sie sich bitte einmal beim LU eine Hacke holen müssten und das Unkraut damit eine Hacke entfernen müssen auf Feld 18.
Alles klar, dann melde ich mich mal bei Ihnen. Also super, bei der Dispo. Dankeschön. Alles klar, danke auch. Tschüss. Ciao. Ach Leute, das könnt ihr mir doch nicht erzählen, dass Toni wieder da ist und Michelle ist nicht da. Also das ist ja wirklich... Kann ihr bitte jemand schreiben? Also das ist ja wohl... Oh shit, was haben wir denn für einen Winkel? Dies ist ja wohl unerhört, sage ich euch. Michelle ist on the way. Schon geschrieben? Michelle schon ge-WhatsApp, dass sie sich beeilen soll. Perfekt. Genau so. Sehr gut. Also Sally weiß noch nicht, was mit den Beinen passiert ist. Ja, wir hatten ja gesagt, wir lassen es einfach auf uns zukommen, sozusagen, bezüglich Ballen. Da wird wahrscheinlich, bestimmt wird noch irgendwas kommen. Deswegen warten wir einfach mal ab. Okay, aber das ist eine ganz gute Planung für heute. Und dass wir Silage verkaufen können, ist auf jeden Fall auch gut. Es bringt uns gutes Geld. Das ist ganz nice. Und Oktober sollte eigentlich auch gar nicht so schlecht sein vom Preis her. Ja, Oktober ist okay. Also, ne, Januar ist halt der beste. Aber ich glaube, es ist eigentlich okay. Snapchat und OnlyFans? Ach so, ihr habt die auf OnlyFans geschrieben. Okay, verstehe. Warum mache ich eigentlich immer den Fehler und frage nur ein Vorgewende? Jedes Mal das Gleiche mit mir. Okay, also wir haben das, glaube ich, gerade sehr gut im Griff. Der einzige Kack ist gerade, dass Regen angesagt ist. Wann soll es denn regnen? 12. 12 bis 15. Also wahrscheinlich erst ab 16 Uhr dann wahrscheinlich ernten. Sollen wir mal gucken, es könnte sein, dass uns das genau zeitlich irgendwie in die Quere kommt. Das ist natürlich ein bisschen kacke. Wir könnten das jetzt halt andersrum machen lassen. Andersrum wäre besser gewesen, ne? Aber Herr Taxa ist leider gerade nicht bei uns. Wir können es ihm leider gerade nicht sagen. Na egal. Ansonsten kann der Ula auch noch das Feld düngen. Was wir noch offen haben, weil ich glaube, wir sind hier jetzt erstmal mit Silage ganz gut beschäftigt. Jetzt wäre dann die gute Frage, ob das andere Silagefeld eigentlich schon... Ich sehe hier schon wieder gar nichts. Das andere Silage, also andere Grasfeld jetzt eigentlich auch schon erntereif ist. Ich glaube, das war ja eigentlich einen Monat hinter dem hier. Bin ich ganz sicher. Hab gehört, der Toni ist da. Ja, Michelle, ist er. Ich weiß nicht, wo Kowalski heute ist. Das weiß ich nicht. Vielleicht ist er auch einfach heute nicht da. Ich sehe ihn gar nicht, tatsächlich. Ich glaube, der ist einfach mal nicht da heute. Mein Hof noch pflastern will, naja, nicht alles natürlich. Also mein Hof soll schon grundsätzlich so ein bisschen natürlich bleiben. Also das ist schon so der Plan. Aber klar, müssen da auch noch ein paar Wege hin und so. Ja, aber ich glaube gar nicht mal so viel. Also es ist schon, soll schon viel Wiese bleiben auch und so. Kowalski wurde gekündigt, das könnte sein. Da könnte was dran sein, du. Toni hackt auf Feld 18. Ja, also ich weiß nicht, ob er schon dabei ist. Nee, offensichtlich nicht. Keine Ahnung, wo er gerade ist. Wahrscheinlich irgendwo wuselt er gerade hier rum. Weiß es nicht. Aber noch macht er nichts. Achso, er hat auf jeden Fall den Unimog hier an die Seite gefahren. Warum? Also das verstehe ich aber nicht, ne? Der Unimog stand da und er hat ihn jetzt nach dort an die Seite gefahren, weil da, obwohl da keine Durchfahrt ist, anstatt ihn einfach hier vorne in die Straße stellt. Und nun gut.
Ich weiß jetzt da, wo Noah ist. Oh Gott, stimmt. In diesem... In irgendeinem Schuppen eingesperrt oder so. Stimmt. Er muss erstmal die Hacke holen fahren. Ja, ja, deswegen sage ich, er wird da wahrscheinlich irgendwo beim LU da auf dem Hof sein. Davon gehen wir mal jetzt aus. Oh, shit. Ich fand's letzte Woche sehr angenehm mit Kowalski. Also ich sag mal so, ich glaube, so wie die letzte Woche gelaufen ist, das hätten wir mit keinem anderen LU besser hinbekommen, sag ich mal. Also ich glaube, da war der Kowalski schon in gut dafür. Ja, die Bäume sind... Ja, gut, die Bäume sind... Ah, ich habe Angst, dass ich da... habe Angst, dass ich da stecken bleibe dann. Nicht so Bock drauf. Nein, also er wurde nicht gekündigt, Chat. Wir gehen einfach mal davon aus, dass er halt einfach mal nicht da ist. Auch das sei ihm gegönnt. Boah, erinnert mich bitte dran, beim nächsten Mal zwei Vorgewände zu fahren. Auch wenn ich dann wieder sagen werde, ach Quatsch, das brauche ich nicht. Sagt mir, ich muss es tun. Nulu Ditcher ist da. Ja, ja, Ditcher ist da. Alle bitte auch im Schuppen. Das wäre, also, ich wüsste nicht warum. Und der Deutz auf dem Hof. Nee, im LS bin ich kein Deutz-Girl. Im LS, also der JCB ist schon einer meiner Lieblingstraktoren im LS. Aber das Einzige, was halt echt kacke ist, dass der halt keine Pflegebereifung hat. Also der Große nicht. Das ist halt doof. Aber ich muss sagen, ich bin nach wie vor mit dem Unimog sehr zufrieden. Also für das, was er machen soll und für das, was er gekostet hat und so, absolut fein. Ich glaube, der 8RX wird in dem Projekt nicht auf unserem Hof einziehen. Es ist einfach finanziell gesehen absolut utopisch. Also, mal gucken, wie wir ganz am Ende des Projektes, ne, wenn wir irgendwie Geld haben oder so, dann würde ich vielleicht auch sagen, dass wir uns noch einen Traktor kaufen, auch einfach so fürs Gesamtobjekt, also nicht Objekt, sondern Gesamt, für die Gesamtoptik, so nach dem Motto. Aber vom Grundsatz her würde ich sagen, brauchen wir eigentlich auch keinen weiteren Traktor. Also ich bin mit zwei Zugmaschinen absolut fein. Fanfanerich, hallo? Zapfe, Lund, nee, hallo Frau Fanfanerich. Hallo, Herr Zapfe. Wir hätten da mal wieder eine Rechnung für Sie. Ist ja unangenehm. Na gut, das gehört auch mit dazu. Ja, ich weiß. Wie viel wollen Sie denn haben? Insgesamt mit dem Diesel, den Sie getankt hatten, sind 20.991,50 €. Das müsste ich ein bisschen nach hinten schieben, das bezahlte Rechnung. Okay. Aber das kriegen wir noch vor dem Ende hin auf jeden Fall. Okay, nur damit Sie es schon mal auf dem Tisch haben, ja. Und sagen Sie einfach. Ich sag Bescheid, sobald ich flüssig bin, ja. Okay, super. Danke, super, danke für die Info. Gerne. Tschüss. Tschüss. Ah, das ist aber eine knappe Nummer, ne? Also, hallo, wo hänge ich denn jetzt hier? Das ist eine sehr knappe Nummer. Irgendwie 1000 Euro oder so fehlen uns, ne? Kann hier nicht mal ein Sammelobjekt rumliegen? Ah, das ist natürlich ungünstig. Aber naja, ist nicht so schlimm. Wir haben damit gerechnet, tatsächlich, Das ist wirklich das erste Mal, dass ich eine Rechnung nicht direkt begleichen kann. Allererste Mal. Aber ja, es ist halt gerade auch eine schwierige Zeit, weil jetzt es sind halt jetzt viele Monate vergangen, in denen wir halt einfach gar nichts verkaufen konnten. Die letzte Baufolge ist ja auch richtig lange her, weil wir einfach gar kein Geld haben. So. Und weil auch die ganzen, also wir haben doch jetzt bestimmt seit 3 Wochen gefühlt nichts verdient, oder? Ja, deswegen
ja, ist es jetzt nicht so schlimm. Ich würde versuchen, dass wir die Silage wegkriegen und die noch verkaufen. Sollten wir das nicht irgendwie bis zum Ende schaffen, dann werde ich halt die Eier verkaufen gehen oder so. Aber ich werde versuchen, die Silage bis dahin fertig zu kriegen, dass wir die wegkriegen. Alle paar Stunden Geld von den... Ja, aber das ist ja... Das ist ja nichts. Also das ist kaum eine Rede wert. Wolle, also bester Monat für Wolle ist der April, aber der Februar ist auch schon sehr gut. Also ich mache es ein bisschen dann abhängig, wie es da gerade aussieht, wenn wir dann echt dringend Geld mal brauchen. Oh, ich muss auch sagen, ich würde gerne mal wieder bauen, aber ja, es ist halt einfach nicht möglich mit dem Kontostand. Ja. Dann verkaufen wir vielleicht schon im Februar, gucke ich mal. Honig ist halt... Honig ist, glaube ich, Januar oder Februar, nee, oder sogar März. Wann ist ein Honig der beste Monat? Februar, ja. Ah, Honig ist jetzt tatsächlich nicht so viel, ne? Könnten auch Honig verkaufen, das stimmt schon. Gucken wir mal. Das Ding ist halt, wir werden ja enorm viel Wolle haben, ne? Also wir haben enorm viel Wolle durch unsere zwei Baumwollfelder, die wir halt bis dahin geerntet haben. Also wir werden wahrscheinlich dann im April sehr, sehr, sehr viel Geld verdienen. Aber ja, bis dahin sind wir erstmal noch ein bisschen, ist noch ein bisschen mau. Wir haben im Dezember, haben wir unseren Hafer noch, den wir verkaufen können. Der wird uns dann auch nochmal ganz gutes Geld bringen. Aber ja, dann ist schon wieder mau. Obwohl wir halt tatsächlich auch überlegen könnten, wir haben halt immer noch... wir haben halt immer noch 36.000 Liter Sorghumhirse, ne? Und in unsere Ställe passten gerade mal 5.000 Liter, ne? Also, eigentlich könnten wir, das wäre vielleicht echt keine schlechte Idee, wenn wir im Dezember dann auch die Sorghumhirse verkaufen. Und für den Brotpreis. Weil wir brauchen niemals so viel Getreide für die Hühner. Das verbrauchen die gar nicht in so kurzer Zeit. Hallo? Nein, 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 nein. Halt. Ja, danke schön. Ja, Hafer verkaufe ich auf jeden Fall. Mir ist auch so, dass es auf die Rechnung Rabatt geben sollte. Ach so, wegen ins Feld fahren, ne? Das erfragen wir dann auf jeden Fall noch, wegen der Fahrt ins Feld. Ja, das gucken wir mal. Silage im Fermenter. Ja, Silage. Also, genau. Also, die Silage im Fermenter werden wir auf jeden Fall im Januar verkaufen. Das ist safe. Und ich glaube, die Silage, die wir halt jetzt ernten, die werden wir halt jetzt heute verkaufen, damit wir ein bisschen Geld haben. Und von wegen, ja, die nächste Baufolge ist nur 30 Minuten lang. Das stimmt. Aber trotzdem kann ich. Also, ich meine, guck mal, wenn ich die Rechnung bezahlt habe, habe ich nichts mehr auf dem Konto. Da kann ich, also, ne, da könnte ich auch keine 10-Minuten-Baufolge machen. deswegen, ja, wäre das, bringt mir dann nichts in dem Moment. Wir können uns natürlich was überlegen, was halt nicht so kostenintensiv ist, zum Beispiel wie unser Labyrinth. Das könnten wir dann relativ bald mal in Angriff nehmen, das zu bauen. Aber ja, mal schauen. Okay. Das jetzt zumindest erstmal durch. Jetzt direkt zum anderen Feld. Machen wir das auch noch. Ja, wir bauen ein Labyrinth. Also das bauen wir halt selber. Wir haben uns für was haben wir uns entschieden? Für Pappeln. Wir machen ein... Oder? Ja, Pappeln haben wir genommen, oder? Ja. Pappeln. Doch. Oder? Nee, Moment, bin ich gerade lost? Hatten wir Pappeln? Ich glaube schon, ja. Wir haben uns für Pappeln entschieden, weil Pappeln halt echt sehr hoch sind und sehr dicht. Und ja, wir sehen halt einfach eine Ecke, also eine Fläche an. Und oh mein Gott, okay, cool. Heute ohne Bremsen. Wir sehen eine Fläche an und dann malen wir quasi einfach mit im Wegetool, malen wir dann halt einfach Weg rein sozusagen. Und dann muss es halt eh wachsen. Nee, Mais ist kacke, weil Mais überhaupt nicht dicht ist. Also beim Mais kann man extrem durchgucken, das ist halt ein bisschen blöd.
Wir haben das ausgetestet. Wir hatten schon Mais, wir hatten Zuckerrohr. Zuckerrohr war tatsächlich ganz cool. Aber wir glauben, Pappeln sind noch cooler. Ansonsten geht auch Zuckerrohr, ja. Genau, Mais und Zucker waren nicht dicht genug. Also doch, Zucker war eigentlich okay, muss man sagen. Ah ja, guck mal, das Feld ist nicht fertig. Wie ich das vermutet hatte. Das Feld ist hier einen Monat hinter dem anderen. Ja, ich will das jetzt auch in der Stufe nicht ernten. Oh, nein! Oh, ich bin dumm. Ich wollte doch Q drücken. Aber ist nicht so schlimm. Dann machen wir einfach jetzt Ballen fertig. Ist auch okay. Nö, Michelle, nix. Nix, nix, nix. Zucker an der Ostsee ist schon Kümmel. Ja, wahrscheinlich genauso komisch wie Baumwolle. Aber das ist halt nur mal der LS, ne? Also, da darf man jetzt nicht zu realistisch denken. Also, natürlich kann man es realistisch spielen, aber das machen wir halt in dem Projekt jetzt nicht. So. Okay, also dann werden wir uns jetzt als nächstes erstmal die Ballenpresse schnappen und werden ein paar Ballen pressen. Gras bringt nächsten Monat keinen Mehrgewinn. Was, Gras bringt im nächsten Monat keinen Mehrgewinn? Aber ich habe einen höheren Ertrag, wenn ich nächsten Monat erst ernte. Gibt auch schon Wassermelonen aus Bayern. Ja, aus Gewächshäusern dann, oder? Oh, wo fahre ich denn hin? Einmal komplett vorbeigeschossen. Perfekt. Aus der Innenansicht, da kennt man so schlecht, wo man ist. Okay, ja, das war schon die erste Folge. Also bisher noch nichts gekommen her. Bisher noch niemand hat sich hier irgendwie bei uns beschwert oder so. Gucken wir mal, ob das so weitergeht in den nächsten Folgen. Wie gesagt, wir werden jetzt als nächstes mal Ballen pressen. Wir müssen noch ein bisschen düngen und wir können dann auf jeden Fall auch anfangen zu ernten. Ich glaube, das wird gut. Sehr, sehr gut. Da muss also auf jeden Fall ein bisschen Geld rangeschafft werden. Das geht so nicht, dass wir Schulden beim LU haben. Sally hatte das noch nie und eigentlich sollte es auch dabei bleiben. Naja, was soll's. Wir haben angefangen, das Feld abzuernten und wir haben ja mit der Silage immer wirklich gutes Geld verdient. Es ist auch gar kein schlechter Monat. Von daher sollte da auf jeden Fall einiges an Geld rumkommen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du einen Daumen nach oben da lässt und mir wie immer alle deine Gedanken in die Kommentare auch reinschreibst. Ich verlinke dir außerdem unten in der Videobeschreibung auch die Kanäle meiner Konkurrenten. Schau sehr, sehr gerne bei denen vorbei und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns im nächsten YouTube-Video wiedersehen.